Servus und hallo auf meinem kleinen YouTube-Kanälchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, nicht wahr? Heute beschäftige ich mich mal mit einer Frage, die ihr mir gestellt habt. Also Dankeschön schon mal. Und auf die ich jetzt urzlang nicht mehr nachgedacht habe. Also vielen Dank, dass ihr nachgefragt habt. Und zwar ist es die Frage, ob ich denn diesen Job, was ich gerade mache, auch machen würde, hätte ich nicht meinen Sprachfehler. Und wenn ich ehrlich bin, meine ersten Gedankenblitze waren, ja klar, ich liebe meinen Job. Also ich bin Software Engineer und ich liebe es, Software zu entwickeln, zu konzeptieren, zu deployen, alles. Ich mag das Ganze. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt urzlang hingearbeitet, damit ich jetzt quasi ein Senior Software Entwickler bin. Und ich meine, das macht man nicht, wenn man den Job nicht mag, wenn ich ehrlich bin, wisst ihr. Denn man geht da doch manchmal doch durch eine harte Schule, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe dann immer ein bisschen mehr halt nachgedacht und ich kam dann halt doch irgendwie drauf so, irgendwie ja auch nicht. Also verstehe ich mich nicht falsch. Ich hatte und ich habe wunderbare Chefs und Vorgesetzte und alles quasi, welche mich gefördert, aber auch gefordert haben, um eben, damit ich selber wachse, damit ich mich selber weiterentwickle. Also ich will mich und ich kann mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich bin wirklich glücklich über meinen Arbeitsweg bisher, was jetzt mittlerweile auch schon bald 6, 7 Jahre sind. Wow, ich werde alt. Noch nicht alt. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall würde ich das Gleiche machen, wenn ich keinen Sprachfehler hätte. Und ich muss sagen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und zwar, ich würde weder die Softwareentwicklung noch die IT an sich verlassen wollen, aber in diesem Umfeld was anderes. Und zwar würde ich gern sowas in der Art machen wollen, quasi wie DX. Also Developer Experience, Developer Relationship Management. Also intern oder extern, ist ja wurscht, aber einfach, es geht halt einfach um das, dass ich gerne mein Wissen, mein Enthusiasmus mit anderen Menschen teile. Ich meine, nicht umsonst bin ich in Communities aktiv, schreibe da Beiträge, wie Dr. Windows, Apfeltalk, Mobile Geeks, Radio Tux damals und so weiter. Also was ich liebe ist, Wissen zu teilen, Wissen aufzubauen und Wissen zu aggregieren. Und ja, ich glaube wirklich, hätte ich meinen Sprachfehler nicht, hätte ich mich schon längst mal halt hingetraut, mich in diese Richtung zu entwickeln. Das heißt quasi zum Beispiel bei Microsoft in der DX oder das heißt bei BMW in einer halt internen Project Group, was neue Technologien im Konzern aufbaut und dann quasi anderen Abteilungen vorstellt, sie unterstützt und so weiter, weil ich ehrlich bin, das klingt für mich ein bisschen mehr, ja, also nicht, also ein bisschen mehr halt fordernd, aber auch mehr zurückgebend, wenn ich ehrlich bin, denn es ist awesome, wenn ihr eine App im App Store habt und die hat wunderbare Rezensionen, sie performt gut, der Kunde ist glücklich und so weiter. Das ist alles super. Aber es ist doch immer cool, wenn man Menschen befähigt, etwas Neues halt anwenden zu können. Oder? Ich meine, Bildung ist key und Bildung ist geil. Und Bildung kann auch sowas sein wie, hey, jetzt ist Machine Learning neu. Schaut euch doch mal das an und das und das an. Das ist möglich, aber das ist nicht so möglich. Ihr wisst ja, halt Fehler machen ist absolut normal und gehört dazu, den gleichen Fehler zweimal zu machen, ist eher unklug. Passiert aber in Konzernen oder auch in kleineren Firmen natürlich doch immer mehr. Deswegen DX, man bereitet ein Thema vor, man schaut sich die ganzen Edge Cases an, er schaut, was geht nicht und so weiter. Aber das ist zu speziell. Gehen wir zurück zum Thema. Würde ich diesen
Beruf machen, wenn ich keine Sprachfehler hätte, würde ich jetzt im Moment sagen, nein. Obwohl ich glücklich bin. Aber ich glaube, nein. Denn ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich hatte mich ja, als ich noch klein war und noch vor Abi-Zeiten, noch vor Ausbildungszeiten, ja auch mal sowas beworben, quasi Medien, also sowas wie Kameraassistent bei unserem lokalen Sender hier in der Gegend. Natürlich wurde ich nicht genommen. Ich weiß jetzt nicht quasi, ob mein Sprachfehler da wirklich das Entscheidende war, aber ich wurde nicht genommen. Und ich glaube, dass ich mich an das wieder zurückerinnert habe, hat mir dann eben so meine Gedanken geöffnet, ob ich den Job, was ich jetzt mache und wo ich so urslang hingearbeitet habe, ja, wirklich mein Traum ist. Aber wie gesagt, ich bin glücklich. Man weiß erst, was man gerne anders machen wollte, wenn man es denn schon gemacht hat. Also sprich, hätte mir einer quasi vor 10 Jahren gesagt, so, hey, du bist sehr viel mit Management beschäftigt. Du bist sehr viel mit Abschätzungen beschäftigt. Und das Coach-Schreiben an sich ist der kleinste Teil. Ich habe ihn ausgelacht. Aber hey, soll ich sagen, ihr wisst es, es ist so. Genau, aber wie ist es denn halt bei euch eigentlich so? Also jetzt egal ob Sprachfehler oder einfach nur, weil ihr an dem anderen Ort wohnt, ihr wohnt in der Stadt oder Land oder andersrum. Wenn irgendeine Eigenschaft nicht gegeben wäre, hättet ihr denn eigentlich einen anderen Job, als was ihr jetzt macht? Oder Ausbildung oder Studium? Lasst es mich doch mal bitte wissen in den Kommentaren. Und nichtsdestotrotz, wer sich mit mir ein bisschen verbinden will und mit mir schreiben will oder auch solche Nachfragen einrichten will, alle meine Social Media Miepsis sind unten in den Videobeschreibungs-Dingsies verlinkt. So, ich gehe wieder schwitzen, denn wir haben es jetzt gerade 34 Grad, es ist Hochsommer in Bayern und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter, ich bin Tobi, habe die Ehre, Servus und Baba.